mit dem Viertelrenner verbinde ich vor allem Regionalität. Die SV Gundermattig Ried erlebt von der Region, auf der einen Seite natürlich von unseren tollen Fans, von den Zuschauern, auf der anderen Seite natürlich von den Sponsoren, die über das Großteil vom In- und Hausruckviertel stammen, bis hin in die Hauptstadt und auch über die Grenzen hinaus in den bayerischen Raum. Aber diese Region macht es eigentlich möglich, dass Profisport in Ried überhaupt tätig sein kann. Ja, es war uns eigentlich immer ein großes Anliegen, die Innviertel Arena in Schuss zu halten. Wir haben immer zu den modernsten Stadien gehört und waren da immer eigentlich Vorreiter. Wir haben vor bereits mehreren Jahren die Rasenheizung zeitgerecht eingebaut, damit wir alle Kriterien erfüllen, um einen ordentlichen Spielbetrieb gerecht zu werden. Wir haben die letzten Jahre Tonanlagen saniert, wir haben die WC-Anlagen saniert, einen behindertengerechten Bereich geschaffen, dass auch beeinträchtigte Menschen das Spiel entsprechend genießen können bei uns. Und ganz aktuell arbeiten wir an der Umsetzung an einer effizienten und hochmodernen LED-Flutlichtanlage. Das heißt, da ein Halogen-Scheinwerfer und das, wo es auch Stromfresser sind und relativ lange dauern, dass sie in Betrieb gehen, werden demontiert und wir werden auf sehr moderne und effiziente LED-Lichttechnik umstellen. Die schönsten Erlebnisse sind immer natürlich, wenn man mit einem Dreier nach Hause geht, wenn man einen Sieg einfährt. Ich erinnere mich sehr, sehr gern zurück an den letzten Cup-Sieg gegen den LASK, wo natürlich eine tolle Stimmung war, eine tolle Kulisse, wo die Fans wirklich gezeigt haben, was sie drauf haben. Und eines der coolsten Erlebnisse war natürlich der letzte Wiederaufstieg in die Bundesliga, wo wir den Gastverein 9:0 aus dem Stadion geschossen haben und eigentlich unser Stadion zu einer richtigen Fest gemacht haben.